Hey Mann, willkommen zurück heute mit der Zuschauerfrage, wie man am besten mit Beziehungen am Arbeitsplatz, mit Arbeitskollegen umgeht. Ich hatte aber auch schon andere Zuschauerfragen, die in die gleiche Richtung gingen, nämlich wie ist das mit Beziehungen oder Mädchen in der Schule oder Frauen im Studium? Das heißt, das, was ich dir hier sage, das kannst du beziehen auf Arbeitsplatz, auf Studium, auf Schule. Und es geht darum, okay, wie ist es, wenn ich da mit einer Frau oder einem Mädchen was habe? Und das ist ein Bereich, in dem man ein bisschen vorsichtig sein sollte. Du kennst vielleicht mein Tempomodell, dass ich sage, Frauen auf der Straße, da kannst du schneller vorgehen oder musst du auch schneller vorgehen, weil du sie ja nicht wieder siehst. Frauen im zum Beispiel Fitnesscenter kannst du ein bisschen langsamer die Sache angehen, weil du die ja auch regelmäßig wieder siehst. Und Frauen im Online-Dating, das ist so mittelmäßig vom Tempo, weil sie sind natürlich nicht sofort weg, wenn du sie auf der Straße, wo die einfach sofort weg sind, aber du siehst sie auch nicht regelmäßig wieder, denn du siehst sie ja erstmal gar nicht, aber kannst halt regelmäßig mit ihnen schreiben. Na, und von sofern ist die Straße sehr schnell, Online-Dating ist ein Mittel und so sozialer Kreis oder Fitnesscenter und Arbeit, all diese Sachen, Schule, die fallen hier hinten rein, das ist eher langsam, da kann man es eher langsam angehen lassen. Und das ist die erste Sache, die ich dir empfehlen würde, das Ganze entspannt und langsam angehen zu lassen. Zuerst mal solltest du diese Orte wie Arbeitsplatz und Schule, Studium nicht zu dem Zwecke nutzen, der Oberplayer zu werden und da regelmäßig mit allen Frauen zu schlafen. Im Studium ist es noch, da kannst du es noch am ehesten machen, weil das ist noch am größten und wahrscheinlich auch am anerkanntesten. Ja, wenn du es in der Schule machst, dann spricht sie sowas schnell rum. Auf der Arbeit bist du wahrscheinlich nicht gerade in einer 2000-Mitarbeiter-Firma beschäftigt und da spricht sie das auch schnell rum. Im Studium ist es nochmal was anderes. Die Uni ist meist groß. Die Leute kommen meistens auch daher, um sich ein bisschen zu entdecken, sind gerade so in der Phase. Da ist es nochmal ein bisschen was anderes. Da kannst du, sage ich mal, ein bisschen mehr auf den Putz hauen als in diesen anderen beiden Situationen. Aber generell solltest du einfach diesen Ort nicht zu dem Ort machen, wo du ganz viele Frauen kennenlernst, ganz viele Frauen verführst, das dann eher auf der Straße oder durch verschiedene Freundeskreise. So, jetzt solltest du aber trotzdem aufpassen und ich würde dir empfehlen, das A ganz langsam anzugehen und wirklich zu schauen, hey, wie ist die Frau drauf, steht die Frau auf mich und dann erst zu entscheiden, ob du in eine Art Affäre, Beziehung oder irgendwie mehr mit dieser Frau machst. Ne, weil nimm dir einfach die Zeit und finde heraus, ob diese Frau Probleme machen könnte, wenn es Schwierigkeiten gibt. Weil das musst du ja immer bedenken. Ne? Wenn du jetzt noch 2 Wochen in der Schule bist, dann ist es ja egal. Wenn du jetzt noch 1 Monat beim Arbeitgeber bist, okay, dann ist es ja egal. Aber wenn du vorhast, an diesen Orten noch länger zu bleiben, ne, und das sollte auch gut bleiben, dann würde ich mir diese Frau, bevor ich was mit der anfange, mir etwas genauer anschauen. Im Sinne von, okay, wird sie vielleicht Ärger machen, wenn das dann irgendwann nicht mehr funktioniert? Naja, weil damit muss man ja rechnen, dass es irgendwann vielleicht nicht mehr funktioniert. Und dann ist halt die Frage, okay, wie wird sie denn reagieren? Wie wird es dann sein zwischen uns? Ich glaube, das ist im Schulkontext noch am schwierigsten, weil die Frauen oder die Mädchen da generell noch sehr unreif sind. Und da kann es wahrscheinlich noch die größten Probleme geben. Im Arbeits- und Studiumskontext sind die Leute dann schon ein bisschen weiter, ein bisschen reifer und können sich dann, oder man sollte meinen, sie könnten sich einigermaßen erwachsen verhalten, was aber auch nicht immer der Fall ist. Das heißt, wenn du es mit einem Mädchen oder einer Frau zu tun hast, wo du schon aus Gerüchten weißt oder wo man schon generell weiß, die sind irgendwie Chaos, die machen irgendwie Ärger, da gibt es irgendwie nur Stress mit, dann würde ich mir das 2-mal überlegen und wirklich nur dann machen, wenn ihr eine extrem gute Verbindung zueinander habt und extreme Anziehung besteht. Ne? Und dann, wenn du sagst, okay, Probleme mit meinem Arbeitsplatz, damit könnte ich noch irgendwie umgehen. Na, also du musst da wirklich ein bisschen weiterdenken. Optimalerweise lernst du die Frauen eben nicht an diesen Orten kennen. Ich hatte selbst in der Schule, dass ich mit einer Frau zusammen war und als wir dann getrennt waren, war es aber in Ordnung, weil sie generell eine relativ psychisch gesunde Frau war. Es war ganz entspannt. Also kleiner Tipp, woran du erkennen kannst, was für eine Art von Frau du da jetzt hast, ist, je auffälliger und lauter und im Mittelpunkt stehender die Frau ist, von der wir hier reden, desto vorsichtiger würde ich sein. Na, wenn diese Affäre oder das, was du mit der haben willst, mit einer ruhigeren Frau ist, und die ist ein bisschen zurückhaltend, ruhiger, hat auch einen Freundeskreis mit eher so ruhigeren Leuten, okay, dann kannst du da wahrscheinlich mehr reingehen, denn da wird nicht viel passieren. Aber wenn du so eine aufmerksamkeitsgeilere Frau hast, die im Mittelpunkt stehen muss, stehen will, ja, dann kannst du damit rechnen oder kannst du davon ausgehen, dass wenn dann zwischen euch irgendwas nicht funktioniert, sie sicherlich damit auf irgendeine Art und Weise hausieren geht oder das irgendwie auf dich zurückfällt, weil sie dann mit allen darüber quatscht. Sie möchte ja gerne im Mittelpunkt stehen, sie möchte Aufmerksamkeit bekommen und die bekommt sie ja, wenn sie erstmal von eurer Beziehung erzählt und davon, was für ein Arsch du bist oder was auch immer. Das heißt, die aufmerksamkeitsgeilere die Frau, desto mehr würde ich Vorsicht walten lassen, je ruhiger und entspannter die Frau, desto
besser ist es für dich und desto ungefährlicher ist es für dich. Das sind meiner Meinung nach alles Faktoren, die du bedenken solltest, wenn du sagst, hey, in der Schule mit einer Frau, im Studium oder auf dem Arbeitsplatz oder am Arbeitsplatz. Wobei wirklich Studium würde ich da vielleicht nochmal so rausklammern jetzt, wo ich darüber geredet habe, weil Studium doch nochmal was anderes ist. Ne? Außer du studierst jetzt an der Technischen Hochschule, wir haben nur 300 Mitglieder, dann ist das was anderes, aber die meisten Hochschulen oder Unis sind einfach, da sind einfach viele Studenten und es kommen jedes Jahr wieder neue rein und es gehen jedes Jahr wieder welche. Das ist natürlich auf der Schule auch so, aber die sind dann nicht in deinem Alter. Das heißt, Studium ist nochmal, würde ich sagen, ein Sonderfall, wo all diese Sachen nochmal etwas weniger zählen, wo du deutlich weniger aufpassen musst und wo du tatsächlich auch dir mehr rausnehmen kannst, aber immer vorsichtig sein solltest, dass du jetzt nicht den Ruf des Oberplayers hast, der einfach nur alle Frauen flachlegen will, weil das wird dir nicht gut in die Tasche spielen, wenn du auf Dauer da weiter studieren willst und das auch cool sein soll im Umgang mit den anderen Leuten. Wenn du zu diesem Thema noch eine Frage hast oder einen anderen Themenvorschlag, immer gerne in die Kommentare, dann mache ich daraus ein Video, wenn es passt, wie an dieser Stelle. Schön, dass du da warst. Morgen sehen wir uns wieder und links neben mir, das weißt du bereits, kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben dieses Jahr bei mir, wenn du mehr Frauen verführen, mehr Frauen kennenlernen oder eine Beziehung haben willst als jemals zuvor. In den nächsten 3 Monaten kümmern wir uns darum, dass dein Erfolg mit Frauen nach vorne geht. Unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle, wenn dir das Video gefallen hat. Schön, dass du dabei warst. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.